Haha, am Ende der letzten Folge gerade noch angesprochen und gerade Aufnahme gestartet und siehe da, ein Missionsangebot und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Pizza Connection 2. Denke ich gerade nochmal Erinnerung statt weiter Werbung. Hauptquartier ausbauen, Kurier kostenfrei, Kurier kostet 5000, lohnt sich nicht, mach mal nicht. Das nächste Missionsangebot kommt gleich, 10.000 kostet die nochmal, okay. Oder wir schrauben halt die Wirkung runter. Kostet weniger, hat aber eben auch weniger Sie Wirkung. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Hauptquartier, Ärgerei, Hälfte. Kannst mich mal. Ganz schön viele Wachen hier. 2, 4. Warte mal kurz gucken. Ausbaustufe 2 dürften schon Stufe 2 haben. Der eine noch Stufe 1. Genau, wir haben schon Stufe 3. 52.000 kostet die nächste. 20.000. Werde ich in dieser Stadt wohl machen. In Paris, so schwierig wie das bisher scheint, bin ich mir da unsicher, was die bösen Buben machen. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Noch kein Günstling. Mittel oder groß? Filialwerbung kostenlos, lange wir sie laufen lassen. Nicht verkehrt, aber gerade weg, weil ich habe noch ausgewählt gehabt, den Bürgermeister. Das war nicht gut. Hätte ich die Mission annehmen wollen? Muss ich mir merken. 4.000 noch im Minus. Die Einrichtung kommt bei der entsprechenden Zielgruppe jeweils an. Hier oben die zwei nicht. Ja, mehr einfach, mehr unterschiedliche Einrichtungen haben wir nicht. Komplett zufrieden, schwierig. Nächsten Kuchen kostenlos. Ach ja, Personal ausbauen müssen wir auch für diese eine Gourmet-Filiale. Ah, ja, ja, bald wieder im Weißen, in den schwarzen Zahlen, in den weißen Zahlen auf schwarzem Grund. 351 Stunden. Puh, puh, puh. Ich frage mich gerade, ob ich... Also wenn, dann bauen die ihre Lager immer sehr spärlich aus. Sie haben ein sehr neues spät, wenn überhaupt. Erhalten. Die KI. Hören Sie einen Punk an, der Bürgermeister, mehr Leute. In der Nähe einer. In einer, die wir nicht bestimmen können, oder? Nee, hier ist schon eine Wache drin. Dann wird hier auch eine drin sein, ja? Der Lila, der wird auch schon haben und dann der Orange noch nicht. Das ist das kleine Opfer, dem wir zusetzen können. So, hier wieder angekommen. Der obligatorische Kurier. Ebenso. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Neues Lager. Nächste Filiale oder Lager kostet sie nur die Hälfte. Mist, oder? Hätten wir jetzt noch die Lager kostenlos Belohnung, hätten wir das gleich verbinden können. Mist. Ja, das weiß man nicht vorher. Und das Lager hatten wir bitter nötig bei 3 Filialen. Ich hätte ja auch noch ausbauen können, aber... Wir hatten es, also haben wir es gemacht. Ich habe wieder nicht auf den Lieferservice geachtet. Hier jetzt 3,6, aber wir haben gerade mal erst Mittag. Sie haben noch ein neues Missionsangebot erhalten. Noch nicht so lange offen, beziehungsweise noch kein Lieferservice, hier ist ja schon Schichtwechsel. So, weiße Zahlen, 5 außer Haus, Stinkbomben, 5 kostenlos, nein. 5 außer Haus könnten wir durchaus schaffen, mit 3 Filialen sollten wir sogar. Ich glaube in einem Quartal, ich habe jetzt nicht genau hingeschaut. Hier ist ein Event, hier ballern bloß die Pols so raus. Jupp, Sportveranstaltung. Ah, damit greift er ja auch wieder was ab. Hatte gerade zu. Schlecht. Da pilgern sie zum Sport, die Pols, und auch die Touristen. Ein paar sie zumindest. Haben ein neues Missionsangebot erhalten. Das sind gerade 33 Pols und 7 Touristen. Gucken, jetzt ging gleich, geht der nächste Schwall rein oder zählt der Einflusskreis von dem? So. Da kommt wieder was raus. Naja, ist nicht Echtzeit. Da gehen welche rein und raus. Womöglich hat das Ding einfach einen Einflusskreis. Aber hier, neues Lager, 10.000, nö. Ja, das war knapp. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Mittel oder groß, 10.000 ist mir zu wenig.
ist unser Umsatzschuppen. Macht wieder auf. Wo? Hier. Der Einflusskreis liegt drin. Ah, es geht auch ganz schön. Ah, ganz schön. Hier zwei. Na gut, mehr. Jetzt mehr. Schon vorbei das Ding, oder wie? Zumindest kommen keine neuen. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Mittel oder groß und Filialwerbung wieder kostenlos. Die machen gerade auf, das ist ungünstig. Naja, aber Orange war ja noch die kleinste Sau, ne? Ja. Fachkraft. Hier Fachkraft und Politik. Und hier bloß Politik. Die Verkäufer und Politiker. Und wir? Einkäufer, Fachkraft, Politiker und Verkäufer. Wir müssen noch mehr abwehren, heißt aber auch, die anderen werden böser werden. Und Gangster halt noch gar nicht. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Fünfmal außer Haus, fünf Stinkbomben, nein. Hatten wir das gleiche nicht gerade erst oder war das noch irgendwie anders? Die Veranstaltung läuft, ja, deswegen laufen gerade keine hin, weil sie alle drin sind. Gott, das. Die, wie viel? Zwei, drei Servicekräfte. Das schaffen die niemals. Solche langen Laufwege und so langsam wie die noch sind. Halbe Geschwindigkeit. Ah, er wird einiges tragen können. Hier auch nur Mittel. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Er wird da viele Leute verlieren. Komplett zufrieden. Ja. Ist gerade noch zu schwierig. Veranstaltung läuft noch. Vier Gourmetsterne. Bauen Sie eine Filiale? Heißt, ich kann keine gemietete hernehmen. Das Wörtchen bauen macht mich gerade unsicher. Dürfte heißen, wir müssen wirklich eine bauen und die hochzüchten, keine gemietete. Ah, vielleicht ist denn bei. Sie haben ein neues Missionsangebot. Vielleicht ist denn einfach kein anderes Wort für bauen eingefallen, aber ich will es mal nicht drauf ankommen lassen. Ich werde mal eine. Ah, müssen wir die jetzt zur Gourmet-Filiale machen, aber dann mit rustikaler Einrichtung? Ach, Manno. Neues Lager. Nichts für den Bau eines Lagers. Ja, toll. Ah, bauen. Der Rest ist eindeutig, aber hier bauen. Tja. Macht's noch schwieriger. Gebaut ist bloß die Filiale. Wobei nicht von uns selbst. Sie haben ein es gab neues ja in Berlin Missions- die Mission Angebot mit erhalten. Bauen und Mittel und Groß. Da konnte ich nicht die bisherige ausbauen, weil das war die letzte Mission. Bei den Docks unten in Berlin könnt ihr euch erinnern, als ich hier das letzte Missionsziel bei den Docks erfüllt habe, eben mit Restaurant bauen und ausbauen. Die zählt nicht. Nee. Die Belohnung ist kacke. Ach je, wir stehen gerade nicht schlecht da, aber die Ziele sind halt schon knackig. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Ich mache das so selten mit den Pfeilen gerade. Unser Sorgenkind macht gerade den meisten Umsatz. Lieferservice 5, 4, 1, 8 und 0. Okay. Ist der gerade unterwegs? Ja, müsste. Einer muss unterwegs sein. Oder hat sich hier versteckt, weil zwei stehen immer da und schaffen? Oh. Bis dahin 200.000. Ausbau völlig kostenlos. Bringt 50.000, aber ist gerade nicht unser Schwerpunkt. Wir haben schon Stufe 3. Sie das haben ist schon nicht ein verkehrt neues für den Anfang. Angebot erhalten. Mieten keine Miete. Ist einfach zu machen, aber wir wollen ja eine kaufen. Ach je, ach je. 480 Stunden waren es. Ne, wir haben jetzt schon ganz schön was verballert. Immerhin bekommen wir gerade Geld rein, dann können wir uns bald wieder um den Ausbau kümmern. Ach, hier lohnt sich doch schon groß. Ach, ich weiß nicht. Einflusskreis, beide eigentlich gar nicht mal so unwichtig. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Bis wir die Oper abgreifen, vergeht noch viel Zeit. Immerhin bekommen wir hier die U-Bahn mit und hier ist der Eingang. Direkter Weg also.
Filialwerbung, mindestens Beamten, nee. Sind wir schon fast maximal gut. Ich guck nochmal, der Abstand zu ihm war gerade noch. Genau 60.000, sagen wir mal, gerundet. Merke ich mir mal, ob er da aufgehört hat. Mal gucken. Da kommt wer? Schichtwechsel? Ja, sonst wären hier nicht 4. 8. Das war schon mal besser. Der Lilane greift schon was ab. Missionsangebot erhalten. 25.000, unser vom Sorgen zum Wunderkind. Minus. Inventar. Ja, die Einrichtung. Ich habe hier was gebaut. Boden verlegt, hat schon gekostet, aber wirft gerade nicht viel ab. Polizeigebäude, Belohnung ist scheiße. Bauen ist das Problem. Das ist eine gemietete Filiale. Hier wäre eine Oper in der Nähe, da könnten wir eine Luxusfiliale draus machen. Die Oper hier unten ist eigentlich zu weit weg von der Filiale. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Das wird noch die beste Filiale im Jahr. Mal gucken. Nee. Ich glaube, ich werde hier unten eine Filiale noch kaufen. Okay, der geht da rein. Die Filiale wäre echt nicht schlecht. Oh, noch 2. Ja gut, wir brauchen halt viele, weil wir Gesamtmarktanteil 50% und 10% negative Haltung. Gut, da müssen wir rumstinkern. Sie haben 2 Filialen kaufen. Da müssen wir auch noch das Personal ausbauen bei der einen. Also wir müssten... Die Filiale bringt besonders viel Umsatz hier bei den Docks. Oh Gott, schwierig. Nächste Stufe. Ich gebe 52.000 aus. Gut, würde ich irgendwann vielleicht sowieso machen. Bekomme dann sowas. Nächste Ärgerei durch einen Punk oder Kurier. Kostet nur die Hälfte. Die nächste, nur die nächste. Ist doch verarsche. Stehen sie gar bloß blöd rum. Und beim Atrium gibt es bald ein Promi. Neues Missionsangebot erhalten. Nee. Ich weiß, wir müssen ärgern, von daher wäre das gar nicht so verkehrt, aber es gibt jetzt für den Anfang Wichtigeres. Das Ärgern, das geht ganz schnell. Ja, wobei 10% der Einwohner zu einem Gegner. Also wir müssen uns auf einen einschießen, das wird der mit dem wenigsten Umsatz sein. 260. 369. Wir hatten 363 im letzten Quartal. 461. Super. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Nee. Lager bauen und neues Lager kostenlos bekommen. Arigato, arigato. Der gefällt die Filiale. Gute Haltung zu uns. War schon 8-mal da. Promi müsste... Ah, zu. Blöd. Werde ich aber nicht auf den Promi auslegen. Was? Ach, Einrichtung. Was ma... Ach, da gab's ja nichts, ne? Da gab's ja keinen Hinweis für. Müssten wir einfach mal ausprobieren. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Also einfach mag er schon mal nicht. Oh, schwierig an dieser Mister. Nee. Ich sollte bald wieder so eine Mission annehmen, weil... Es vergeht gerade ganz schön viel Zeit, in der dann, ja klar, wenn die abgeschlossen ist, dauert es wieder den gewohnten Zyklus bis zur nächsten Mission. Oh. Oh. Hä, wo? Nee. Nee, die Opa ist noch... Wir hatten hier nichts in der Nähe, ne? Sie haben ein neues wieder ein Wohnhaus um. Aber erhalten. Aus so einem Haus macht er jetzt so ein komisches Grünes. Wobei komisch, sieht auch nicht verkehrt aus. Aber er hat uns nichts Wertvolles weggenommen. Die Banken sind noch da und drumherum waren sonst nichts. Oh, die Opa. Nee. Okay, das ändert's etwas. Wenn hier jetzt noch eine Oper ist, ganz nah, greift jetzt schon ab mit dem Einflusskreis. Sollten wir die vielleicht... Nicht weiter ausbauen, aber eben den Schwerpunkt umlegen. Dann wird das eher Mona Lisa. Ich nenne da mal den Namen. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Den Edelschuppen wollte ich ja Mona Lisa nennen. 5 Bestellungen außer Haus, 5 Stinkbomben.
Tja, was mache ich mit ihr hier? Kneipe in der Nähe? Ich müsste wirklich bald mal die Nachfrage beobachten. Rentner und Touristen mögen einfache Einrichtungen. Aber eigentlich sollte ich auch noch was anderes abgreifen. Touristen mögen auch modern, Rentner überhaupt nicht. Dann haben wir noch die Yuppies und die mögen modern. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Nee. Ja, ich muss wirklich bald mal annehmen. Wobei, es war halt schon sehr wichtig, hier einen halben Preis zu haben. Oh, ich muss ja eher hier was machen, wegen diesem Gourmet-Stern. Und da stand bauen. Hier, so ein Haus kommt da hin. Sieht eher aus, so ein Haus wie mit Läden unten. Wobei hier auch mit diesen Markisen. Echt nicht einfach. Dabei machen wir schon so viel Umsatz, aber kommen sehr schwierig voran. Panzerwesten. Ah, das ist die Aufgabe so schwierig. Lagerbestand zur Hälfte. Der Tag liegt, stehen wir gerade bei 18 Uhr. Ich lasse die Werbung mal, solange die Filiale gut läuft, kann das schon Einfluss haben, hoffe ich doch. Aktuell 13 im Minus, Zutaten haben gekostet. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Ausbau, Mist. Der nächste Ausbau, die kosten so schon wenig. Mist, das war so nah dran. Der nächste Bau, um die Hälfte, und das bloß für eine publische Filialwerbung. Eine Bar. Klink. Dauert noch 2 Stunden. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Dann soll ich aber nochmal... Ist mir die Frage, was ist mir wichtiger, die Oper oder die Schule? Hier unten kommt ja eh schon ein Edelschuppen hin. Und der wird halt kosten, ne? Wir haben noch keine Vergleichswerte zwischen modernen und edler Einrichtung. Haben wir in Bonds nicht? Ich guck erstmal. Polizeigebäude kostet nicht so viel, nächste Filialwerbung. Ja, toll. Wie viel kostet hier so ein Polizeigebäude in der Stadt? 7799. Kein Bonzen drin? Mann. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Bons. Oh. So kaputt oder warum? 5 Laufbarschen, 5 Stinkbomben. Vielleicht sollten wir den Orangen jetzt schon ärgern. Bis wann? Viel Zeit, das schaffen wir, mach mal. Oh, wir haben die Mission angenommen und schon geht ja jemand raus. Hat das was zu bedeuten? Hier würden sich Stinkbomben richtig lohnen. Kein Schutz durch Wachen. Und hier zu. So, hier oben war das mit dieser Bonzen-Einrichtung-Bewertung. Warum? Okay, muss irgendwas sein. Und Sauberkeit im Eimer, das mögen sie halt gar nicht, klar. Gucken wir uns mal eine saubere, edle Filiale an, wenn es da gerade noch eine gibt. Und auch mit Bonzen drin. Selbst hier die einfache hat mehr, wohl. Hier ist es auch schmutzig. Quatsch, hier. Nee, ist... Was? Schmuckers? Hier ist sauber, relativ. Haben wir hier mittlerweile Bonzen drin? Nein. Wie heißt das Ding? Mondolino. Ich habe Maldonado gelesen. Die ist mittlerweile zu. Okay, 13.000 im Plus. Oh, wird uns ganz schön Geld bringen, aber... das wäre eine Idee, ne? Lager verkaufen, toller Standort. Und wir mieten uns ein anderes. Das ist gar nicht mal so blöd. Dann könnten wir viel anfangen mit 100.000.
Ich glaube, das mache ich. Das ist eine Idee. Und ich glaube, ich verfolge ihn in der nächsten Folge. Ihr werdet sehen. Zum Glück habe ich dir gerade drauf geachtet. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.